Ach, diese Granaten, die ich da gefunden habe, das sind für den Granatwerfer da. Ich hab mich schon gewundert hier. Nee, ich weiß nicht, wo er war. Wir haben ihn eigentlich in der Höhle finden müssen. Irgendwo in der Truhe, aber ich habe ihn nicht gefunden. Keine Ahnung. Aber da hast du so viel Geld, du könntest ihn theoretisch kaufen, wenn du willst. Ja, ja. Aber man kann leider keine Waffen verschenken. Kann man nicht die Waffen tauschen hier? Mit normalerweise. Mir, obwohl. Ah nee, ich glaube, das geht ja nicht. Nee, wir können keine Waffen tauschen. Aber deswegen, das habe ich dir gemeint mit. Ich habe quasi unendlich Geld. Ich habe 2.100.000 in Geld und wenn ich meine Schätze verkaufe, die ich gesammelt habe, kriege ich 4,5 Millionen. Also, wenn du möchtest, das hatte ich dir vorgeschlagen, so. Ich kaufe ein paar Sachen, schenke sie dir und du verkaufst sie dann. Okay. Weil ich kann sie unendlich kaufen. Ja, kannst schon ein paar Sachen mir dann geben, dass ich mehr Geld habe. Ja, mal gucken, was wie viel wert ist. Okay, explosive Granaten sind am meisten wert. Davon kaufe ich mir noch ein paar von. Du hörst mein Mikro so laut, das Spiel? Ja. Du hörst mein Spiel nicht im Hintergrund? Dein Spiel höre ich nicht, nö. Oh, super. Dann muss ich nicht leiser machen. Ich habe meinen PC am Fernseher angeschlossen und zocke mit dem Controller auf. Er ist quasi gerade so meine Konsole. Kann man auch machen, ja. Die kannst du verkaufen. Ich gebe dir immer wieder neue. Mal schauen, wie viel die bringen. Ja, ein bisschen was bringt es. Ja, wie gesagt, ich kann das ein paar Mal machen. Ich habe 180 Grad davon gekauft. Ich habe halt sonst leider nichts gefunden, was wertvoller wäre. Das Hilfesprays geben ja gar nichts, glaube ich. Müsste halt ein bisschen die Waffen auftunen dann, aber ich weiß gar nicht, was ich für welche benutzen soll. Ich habe einfach zu wenig Platz im Inventar. Ja, das ist wahr, das ist wirklich wahr. Das ist einfach traurig. Was kriegst du eigentlich für einmal 12? Würde mich mal interessieren. Ich krieg 480. Oh. Das ist nicht gerade viel, ja. Naja, aber der Stapel kostet 4.800, also kriegst du nur 10%, gut zu wissen. Ah, ich muss ja auch wieder geben. Okay. Sorry, sonst weiß ich nicht, wie ich dir noch Geld geben kann. Du hast da goldene Eier, aber die müssen doch was wert sein hier. Ja. Davon kriegst du mal 10 Stück, aber ich glaube, die sind verbuggt, wenn ich mich recht erinnere. Verkauf sie doch einfach mal. Die sind eine Menge wert hier. Da ist 1.000 wert. Oh, Entschuldigung, die wollte nicht. Ich hab dir eins zu viel gegeben. Oh, egal, kannst du behalten. Ich würde ein bisschen Heilung im Inventar haben, aber. Platzmäßig ist es halt nicht so sinnvoll. Ich muss mal überlegen, ob ich mir einen Granatwerfer kaufe. Ah, ja. Kaufen. Du hast ja schon dieses Supergewehr hier. Ja. Ja, mit Trevor ist sie aber nicht so cool. Den Granatwerfer könnte ich mir schon mal gönnen. Das ist bloß die Frage, ob dann genug Munition kommt. Beziehungsweise kann man ja kaufen, also von dem her ist es kein. Ja, auf jeden Fall, den kaufe ich mir. Den kann ich gleich mal ein bisschen aufwerten. Nee, ich glaube, der ist maximal. Moment, ich guck mal.
Ja, stimmt, den kann man nicht verbessern. Okay. Umso besser, dann ist es einfacher. Dann tue ich mal. Den Magnum würde ich ja schon gern behalten. Wobei, die Pistole habe ich jetzt gerade keine Munition im Inventar. Also, auch ich die unbedingt. Ich wollte dir gerade sagen, ich kann dir auch noch Pistolenmunition geben. Ich habe noch über 1000 Schuss. Ich habe leider keinen Platz mehr. Sei denn, ja, Du kannst die Scharfschütze nachladen. Du kannst die Gewehrmunition bewegen auf das Scharfschützengewehr, dann ist sie nach. Ja. Okay. Aber soll ich die Sniper behalten? Ich meine, ich habe ja. Was? Ja, gut, war schon nützlich. Warte, ich gebe dir kurz. Lad mal kurz die Knarre nach. Kannst du aber auch wegpacken, wenn du willst. Vielleicht noch ein bisschen mehr von. Ach, das sind Blendgranaten von dem Granatwerfer. Mhm. Die brauche ich aber nicht, oder? Eigentlich nicht. Wirklich nicht. Die geben gerade mal 30. Ja, alle deswegen. Die sind wirklich nur gut, wenn diese Ouroboros-Dinger da kommen. Halt, wenn der Kopf abfliegt und diese riesige, du weißt schon, was rauskommt. Genau. Säuregranaten, braucht man die für irgendwelche Monster? Ich weiß gerade nicht speziell für welche. Moin, Worldboy. Also explosive Granaten kosten am meisten. Dann kannst du mir noch mal ein paar explosive Granaten geben. Natürlich. Gibst du mir 12 Stück, dann behalte ich die im Inventar jetzt und benutze die dann. Okay. Ja, das müsste jetzt mal reichen, auf jeden Fall. Ich bin damit ganz gut aufgestellt. Alles klar. Dann wird witzig. Okay. Weil ich glaube, ich habe noch eine Heilung mit. Das Coole ist, mit dem Bogen kann ich wenigstens Munition sparen. Ja, der ist unendlich, der ist schon gut. Alles klar. Hallo Voltboy, ich bin Alex und bin der heutige Spielpartner vom guten Athena. Jo, freut mich, dass ich hier bin. Da. Ja, mit der Ausrüstung ist es ja ein Kinderspiel. Hätte ich jetzt natürlich allein gespielt, wäre es natürlich deutlich schwieriger gewesen. Oh, mag schon. Moment, du hast deine Knarre noch auf 10 Schuss? Ah, stimmt, ich hätte ja auch upgraden können. Ich habe immer bloß die Angriffsstärke abgegradet. Ah, egal. Ja gut, das mache ich demnächst. Weißt du, dass die irgendwann 100 Schuss hat? Entschuldigung, wenn ich das jetzt spoilere. Nein. Eine Pistole mit 100 Schuss kann ich mir schwer vorstellen. Aber wenn das geht, umso besser. Oh, kacke. Hier hätte ich was anderes mitnehmen sollen. Ah, wobei, das erste Mal nochmal run ist vielleicht gut. Wenn ich die Dinger nicht direkt kaputt mache. Let's go. Was machen die hier? Oh. Bis 3 Aussparungen. Wir brauchen irgendwelche Zahnräder. Ja. Stopp, stopp, stopp! Oh. Okay, hätte ich nicht stopp gesagt, hättest du es nicht geschafft. Sorry. Das war absolut meine Dummheit. Du weißt halt, was kommt, ich weiß es eben nicht. Ja. Okay, jetzt kann es ein bisschen lustig werden. Ich hatte gestern ein bisschen mit der Steuerung Probleme, weil ich letzte Tage die ganze Zeit die 4 gestoppt habe. Das neue. Und ich spiele letzte 5 mit der alten Resi 4 Steuerung.
Als PC-Zocker hast du zum Glück dieses Problem nicht so. Zumindest nicht so hart. Oh, Magnum Munition, das ist ja traurig. Aber die kannst du gleich gebrauchen. Ich glaube, wir kriegen gleich mal einen bisschen dickeren Besuch. Ich kann keine Waffe nachladen, hier mit dem ganzen Zeug. Ich kann es nicht aufnehmen, weil das Inventar einfach voll ist. Abfällt. Ja. Ach, mein ich glaube, jetzt kommt der Große. Mit dem kannst du nochmal deine Magnum ziehen. Okay. Da hinten ist er. Aushält. Hast du eigentlich Resi 1 gespielt? Ja, ich habe Resi 1 gespielt, das HD. Das war super. Ja, mir haben alle Teile bis jetzt ganz gut gefallen. Wo ist die Moni? Na, deswegen denke ich, würde die DLC-Mission sonst Spaß machen. Keine Ahnung, das habe ich überhaupt noch nicht gespielt. Vorsicht! Folge mir. Ja. Kann man denn nicht irgendwie absnipern? Ja, bring mich nochmal in Sicherheit. Warte. Sag go und dann folge mir. Go! Hat zu schnell geschossen, da kommst du kaum durch. Ja. Bin verletzt. Okay, jetzt geht's. Sieh an, okay. Eigentlich kann man ihn wegsnipen, aber hier ist das etwas nerviger. Weil es verbraucht quasi einen Raketenwerferschuss. Und hier haben wir keinen Endloswerfer. Bei Raketenwerfer natürlich gar nicht mal so. Können wir uns ja problemlos leisten. Einen habe ich ja schon. Der Platz ist es halt. Wir brauchen zwei mindestens. Heb dir deine vier Schuss auf, du wirst die gleich brauchen. Wir werden nämlich jetzt wieder getrennt. Du kriegst den Dicken. Ich habe nur falls auch den Granatwerfer, so. Wenn da was ist, habe ich keine Sorge. So, ich mach mal. Jetzt kommt der wieder. Okay, der ist erledigt. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich sage, man ist immer so alt, wie man sich fühlt, also 25. Perfekt, Vito. Nee, ich frage immer gern, um zu wissen, in welche Richtung man Anspielungen, Gespräche und sonstiges gehört hat. Weil du könntest jetzt theoretisch auch ein 13-Jähriger sein mit tiefer Stimme, der sich für Resi-Spiele begeistert, weißt du, wie ich meine? Dann verstehst du Anspielungen nicht.
die ich gerne mal gebrauche. 25 ist ja perfekt. Genau. Oder veräppelst du mich hier gerade? Nein, natürlich nicht. Das finde ich super. Dann verstehen wir uns. Das. Der Rest, ich kann das sein? Ich verstehe nicht die Timung hier. Ja, wann das kommt hier? Wir müssen ihn ausschalten. Ich habe ewig nicht mehr so gespielt, wie man sollte. Aber man kann ihn nicht ausschalten, soweit ich weiß, solange man nicht. Ich könnte höchstens hier ein bisschen was hochschießen. Oh, scheiße. Man kann ihn wirklich hier ab. Oh, okay. Ah. Danke, du wusstest wie. Na, lass den da hinten an in Ruhe, den, mit dem werden wir nicht mehr groß zu tun haben. Ich würde jetzt so eine Granate verschwinden. Ah ja, stimmt, wir brauchen den. Oh. Oh yeah. Der ist gut. Freut mich, dass er dir gefällt. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was wir dir schenken sollen. Du hast gestern bei den Einstellungen gefragt, was Kampfreaktionen an- und aus bedeutet, weißt du noch? Ja. Das bedeutet, wenn ich wenn ehren darf, dann hinter dir. Danke. Das. Ja, ein bisschen schwierig mit dem Stress. Das bedeutet, dass Munition nicht durchgeführt wird. Du kannst mich anschießen, das macht zwar keinen Schaden, aber zum Beispiel dein Granatenwerfer würde mich treffen. Du könntest nicht durch mich durchschießen, zum Beispiel. So. Wer schießt da? Na, hier sind überall irgendwo noch ein paar. So, jetzt ist hier Ruhe mal. Gegen die Wand. So. Come on. Haben wir den Schlüssel? Achso, wir brauchen die Dinger. Ah, ich dachte, du drückst jetzt auch den Knopf. Das ist das Coole, wir schieben uns die ganze gegenseitig weg, wenn wir beide gleichzeitig drücken. Cool. Ja, jetzt kommt gleich die beschissenste Kacke im Spiel, meiner Meinung nach. Zumindest damals. Thanks. Ich lass mich überraschen. Ach. Entweder machst du das genervt oder du stellst dich einfach in die Ecke und wartest. Einer von beiden muss das andere machen. Okay. Du kannst dir schon mal überlegen. Machst du den Mist oder guckst du zu? Das ist eine Schlange. Ich habe keine Ahnung, was kommt, aber. Ja, das ist doch hübsch. Und du hast auch noch vor, Resi 6 zu spielen, oder skippst du den Mist? In Anführungszeichen. Ja, de facto muss ich es spielen. Ich habe ja gesagt, ich spiele alle Teile und ich werde auch darauf angesprochen, dass ich das und jenes dann zocken soll. Naja, Mainline-Titel ist halt Mainline-Titel. Sonst machst du dich halt dumm und dämlich mit den ganzen Spin-Offs und hin und her. Ich habe mir aber gedacht, beim 6. spiele ich bloß ein Playthrough. Nur eine Person mal durch, weil sonst ist mir das zu viel. Das sind drei Storylines, die ineinander schlüpfen. Das muss halt so sein.
Ich habe selbst nie durchgespielt, deswegen die Frage wäre theoretisch, wenn man noch gut sympathisiert zusammen, dass man vielleicht zusammen den Scheiß wagt und Resident Evil 6 durchspielt. Beide blind, aber immerhin nicht alleine. Ah! Oh, fuck. Okay. Ich habe vergessen, dir zu sagen, bleib da stehen. Aber okay, bleib genau hier stehen. Wenn du diesen Strahl berührst, bist du sofort tot. Es gibt keine zweite Chance. Deswegen, ich dachte, du stehst gerade auf dem Podest. Ich hätte dir das Ding jetzt ins Gesicht gedreht. Ah. Deswegen, ich habe mich gerade so... Was ist das? Ich bin da unten dran. Was? Ach so. So, hier, oh. Hier ist der Lichtstrahl eingeschlossen, bis du die Scheiße da unten schmeißt. Entschuldigung, ich fluche auch irgendwie in dieser Szene ziemlich gern. Oh, ich möchte den Strahl anpassen. Sieht so schön aus. Dann mach es jetzt. Nein. So, fangen wir mal von vorne an. Aber man muss schon wirklich wissen, wie man es dreht. Ich weiß es jetzt auf die Schnelle nicht. Also. Ja, es ist es halt muss ein Bild ergeben, de facto. Na, es sind halt einzelne Spiegel und der Lichtstrahl muss auf das Ding da hinten zeigen. Also zweimal unterbrochen. Jetzt kannst du dich eigentlich schon wieder hier hinstellen. Genau hier in die Ecke. Wenn du mich mal anguckst, siehst du genau, was ich meine. Los, den jetzt um. Alle Spiegel leiten ihn genau zu dir. Deswegen muss sich auch einer immer auf das Podest stellen. Damit behindern sie sich gegenseitig. Jetzt kommt der. Jetzt kommt mieser Raum. Hier gibt es Fallen. Und es gibt kein Podest zum Hochstellen. Das ist eine Truhe. Wir mal. Ja. Mal drauf schießen. Nein, ist eine Truhe. Ist für dich. Komm mal dahin. Ja. Ist leer? Oh oh. Okay. Ein paar kleine Spinnenmonster. Ah. Nein. Und jetzt werde ich aber. Ah. Ich werde von meinen eigenen Granaten verletzt. Oh, halt dich fest. Ah, Moment, komm. Okay. Ich muss gucken, wo ich gerade schießen kann. Oh Gott. Ja. Oh. Verdammten Spinnenvieh. Ich könnte jetzt auch einfach in den Strahl reinrennen, dann wären wir die auch los. Aber ich glaube, das ist nicht mal nicht mehr nachgedacht. Sonderlich klug. Da habe ich jetzt das Maschinengewehr ganz gut. Hm. Aber da habe ich ja keine Munition dafür. Oder die Blendgranaten für deinen Granatenwerfer. Die waren auch eigentlich. In dem Fall jetzt ganz gut. So, die kann man auch gegen die Viecher einsetzen. Mhm. Die sterben doch von Blendern auf. Quasi sind sie das Pendant zum Plager aus dir. Ist hier noch etwas? Ja, ich öffne auch noch beide Türen. Müssen wir mal gucken, wo wir dich hinschicken. Wobei, versteck dich mal genau hier hin, wo ich bin. Oder ja, doch hier. Genau. Hier bin ich in Sicherheit. Wünsche uns Glück. Schätze gefunden.
Ich glaube, den Raum hatten wir. Ist da vorne. Ja, dann mach du den Raum, ich geh zum anderen. Oh, Schlangen. Aber jede Menge Gold. Götze kann man verkaufen. Ja. Geh dahin. Komplett entlang, wo ich hinziele. Und stell dich hinter das Ding. Nicht hinter das Ding, sondern jetzt links. Links. Hinter die Wand. Genau so, dass du. Ich darf nicht getroffen werden. Stehst du genau hinter der Ecke? Nein, tust du nicht. Du stehst. Nein. Ich sehe dich auf der Minimap. Links, links, geradeaus, geradeaus, genau hinter die Ecke. Geht's nicht mehr hinter die Ecke? Also weiter kann ich nicht mehr gehen. Dreh dich um und stell dich genau da an die Ecke. Wozu? Damit der Strahl dich jetzt nicht erwischt, wenn er an dir vorbeihauscht. Nee, der trifft mich nicht. Okay. Hier kommt er. Wobei, ich habe Mist gebaut, beweg dich nicht. Wieso? Ich habe mich eingeschlossen. Ich habe vergessen, dass man zuerst einen wieder anders umdrehen muss, sonst schließt man sich ein. Sorry. Warum kann man nicht einfach drunter kriechen oder sowas? Nee, das wäre doch viel zu einfach, hallo? Wo denkst du hin? Spezialagenten, das sollte man doch wohl können. Aber es ist ein Resident Evil. Sprich, wir können theoretisch gar nichts, solange da kein Knopf steht, welcher uns erlaubt zu springen oder sonstige Kleinigkeiten zu machen. So, der Strahl kommt wieder. Aber du merkst, warum ich diesen Part nicht mag, oder? Ja, mag ich auch nicht. Das ist jetzt das Beschissenste. Ich bin auch schon gestorben, weil ich hier diesen Strahl berührt habe. Deswegen laufe ich immer an der Wand entlang. Kann passieren. Aber man lernt aus seinen Fehlern. Hast du das Resi 4 Remake durchgezockt? Klar. Ich habe sogar das Original wieder gezockt. Dieser Platz, den du gerade siehst, den sieht man bei Wesker am Ende in der Cutscene auf seinem Monitor, was halt darauf deutet, dass Resi 5 als nächstes kommt. Genau dieser Platz wurde bei ihm auf dem Desktop angezeigt. Kleine Handspieler. Okay. Oh ja, Resi 4 ist der Hammer. Absoluter Klassiker. How can they survive underground? These are no ordinary flowers. Wait. Doesn't look like anyone's been around for a while. You can be sure they wanted to keep this place a secret. Some of this equipment's got the Triso logo on it. Are they working together? Wir haben's geschafft. Kapitel abgeschlossen. Willst du jetzt eigentlich das Spiel so schnell es geht beenden? Oder immer noch einfach normal zocken? Wir zocken ja normal, also von dem her. Ja, nee, weil theoretisch könnte man es noch einfacher machen. Wie noch einfacher? Ich starte das Spiel. Okay, wieso? Weil dann ist unendlich Munition ab.
Zumindest für mich. Du hast es noch nicht für uns. Deswegen frage ich, ob du es noch einfacher willst oder noch richtig durchzocken. Ich glaube, es reicht, wenn wir es zuzocken. Es ist ja jetzt schon einfach genug. Ja. Also was dann hättest du auch. Dann könntest du auch mal Sheva zocken. Ich liebe Chris. Nö, das passt schon. Ja, alles klar. Ich überlege aber, ob ich mir eine andere Pistole kaufe. Es gibt schon wieder eine neue. Und die ist noch stärker. Aber dann bräuchte ich unendlich viel Geld. Ich kann dir noch Geld geben. So ist es nicht. Okay, dann tue ich mal die alte verkaufen. Ich verkaufe mal die hier. Allgemein verkaufe ich mal. Die Munition tun wir zusammen hier. Ah genau, tu mir mal kurz was geben, was du geben kannst. Was ich verkaufen kann. Ich habe ja Platz im Inventar, also von dem her. Kannst ja schon nebenbei verkaufen. Das hier weg. Das hier. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Die normale Pistole hast du gemeint, die hat 100 Schuss am Ende, aber die anderen nicht. Nee, ich hab nur von der normalen, sorry. War etwas unklar ausgedrückt. Gut, dann müsste ich jetzt. Na gut, ich hab die normale jetzt verkauft. Dann kaufe ich aber die ganz neu hier. Die ist zumindest vom Feuerkraft her ziemlich stark. Ja, die wird auch ziemlich stark. Die hat später mal 480, wenn ich mich nicht irre. Die normale hat am Ende nur 250. Das weg. Dann tun wir mal. Wo habe ich jetzt meine verbessern? Verbessern. Momentan können sie das Objekt nicht verbessern. Warum nicht? Darf ich nicht? Wir haben alle verfügbaren Verbesserungen gekauft. Ja, muss halt noch mal ein bisschen warten anscheinend. Moment. Okay. Na gut. Das kommt weg.
kann ich noch verbessern? Sniper vielleicht noch eventuell, wobei, na gut. Kapazität. Dann hier Ladegeschwindigkeit. Okay, jetzt habe ich aber schon einiges ausgegeben. Ich habe keine Kohle mehr. Soll ich dir noch mehr Geld geben? Ja, ich brauche noch mehr Geld. Und Schätze verkaufen. Schätze bringen viel. Walten. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Wie der schlechteste Investor der Welt. Ich kaufe ein und gebe mit 10%, mit 90% Verlust ab. Aber weil ich glaube an dich, ich investiere in dich. Das ist ein guter Zweck. Solange du noch genug Geld hast. Oh ja. Mein Ziel ist es, irgendwann Milliardär zu werden. Ob ich das irgendwann schaffe in meinem Leben. Ja, komm, kann ein bisschen dauern. Ja, und ich spiele nicht so oft, wie es sich vielleicht gerade anhört bei der Aussage. Ich sehe ja gar nicht, dass es bei Razy 5 alles geht, so dass man hier so viel Geld machen kann dadurch. Naja, ich spiele es seit ein paar Jahren immer wieder durch. Das hier ist nicht wie in Resi 4, du hast dein Inventar immer. Wenn du ein neues Spiel anfängst, hast du trotzdem alles aus deinem Inventar. Es gibt kein wirkliches neues Spiel. Leider. Ja, ich habe es damals nie komplett durchgespielt. Kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich das bessere. Mein Kollege und ich, wir sagen immer, Resi 5 ist das Co-op Resi 4. Deswegen haben wir auch die Steuerung von Resi 4 eingestellt. Es ist einfach ein actionreicheres Co-op Resi 4. Klar, nicht so gut, auf keinen Fall mit. Scheiße, ich habe mich wieder aus dem Konzept bringen lassen, sorry. Brauche ich noch irgendwas? Oh. Ich könnte die Magnum verbessern. Moment, Kapazität. Lass die Magnum. Wieso? Wir bekommen im übernächsten Kapitel eine Magnum geschenkt. Die schönere, die stärkere. Okay, okay. Okay, sie ist. Okay, das war leicht gelogen. Warum auch immer hat sie 200 Joule weniger am Ende. Aber dafür ist ihr Schießverhalten, Nachladen, alles so geil. Na, brauchst du noch Geld? Ich brauche eigentlich nur vielleicht noch ein paar Granaten vielleicht nochmal. Kann ich die gleich verballern? Halt, nein. Dann lad mir kurz die Granaten nach, damit ich voll laden kann. Oder soll ich die Sniper mitnehmen? Moment, den Raketenwerfer brauche ich doch jetzt nicht. Nimm doch die Sniper mit hier. Okay, ich bin bereit. Ich noch nicht. Ich wollte nämlich
als du am Verbessern warst, wollte ich gerade fragen, ob du mir kurz eine Minute lässt, aber dann brauchst du mehr Granaten. Gib mir kurz eine Minute. Ja, nein. Du einfach alles verbessern noch. Also. Sicher, der Weste gibt es jetzt sogar. Ich glaube, die Schutzweste wäre für mich besser. Aktuell ja nichts. So, dann kraft ich. Okay. Gut, dann machen wir weiter. Ich bin bereit. Oh Mann, man merkt, ich bin ein Kind innerlich. Ich habe mich gerade mit Spongebobs Stimme nachgeäfft. Ich bin bereit, ich bin bereit. Aber wenn ich auch ein Erwachsener bin, erzähle ich dir davon, dass ich mich gerade über dich innerlich lustig gemacht habe. In Anführungszeichen. Läuft ja. Ich glaube, da hinten ist ein Schätzlein und danach können wir dann arbeiten. Ja, das Gute ist, Resi Dex kriegt man auch schon für 6 Euro teilweise. Weiß ich nicht. Also, ich habe meine Bibliothek. Und das schon sehr lange. Ja, ich auch. Ich spiel's noch nicht. Ich auch nicht. Wenn man so viel Negatives hört, dann ist man ein bisschen abgeschreckt. Ja. Ja, weißt du, was mein großes Problem ist? Es müsste eigentlich für mich das beste Resident Evil von allen sein. Aber es wurde es nicht. Weißt du, ich hab am liebsten wirklich nur Teil 4 und 5. Und als ich dann den ersten Trailer gesehen habe, Leon und Chris, beide, meine zwei Lieblinge zusammen. Und, Alex, es sah so schön aus, aber nein, nix. Aber die ersten sind schon gut. I don't know how, but they could be using them to produce biological weapons. 3 habe ich gespielt. 2 will ich noch zocken. Den ersten habe ich schon ein paar Mal angefangen, aber leider nie weit gezockt. 0 habe ich auch. Hast du 0 gespielt? Ja. Es war wunderbar. Manche mögen es nicht, aber ich mag's. Wenn man weiß, was zu tun ist, ist es kein Problem. Ja, wem sagst du das? Mein Lieblings-Sonic ist Sonic 06. Ich weiß nicht, ob du den Titel davon kennst, was dieses Spiel innehat. In Sonics ist es mit der Figur da. Das ist ganz schnelle. Ich hab's aber nicht gespielt. Schade. Naja, Sonic ist auch nicht unbedingt gut, aber das Beschissenste ist mein Liebling. Deswegen, ich weiß genau, was du meinst, mit die Leute mögen es nicht, aber ich find's toll. Ich glaube, da gibt es ja auch so viele Teile irgendwie, oder?
Deswegen, ich weiß nicht, was ich da spielen sollte, mit was ich da anfange. Was ist für ein Vieh? Eigentlich müsstest du sie kennen. Das ist so eine Art... Wie heißen die? Lurker? Licker. Licker. Waren früher auch mal stärker. Ich glaube, für die kann man die Säuregranaten ganz gut benutzen. Die machen da schon viel Schaden. Kriege ich keine Anfeuerungsrufe? Come on! Ich weiß nicht mit welcher Taste. Ich glaube mit V. Höchstens. Du musst die Kommandotaste gedrückt halten und dann nach vorne drücken. Du hast 4 Befehle auf dieser Taste. Du musst sie aber gedrückt halten. Ach so. Come on! Come on! Oder? Vielleicht irre ich mich auch. Ich habe nie mit der PC-Steuerung gespielt. Ist ein bisschen verstrickt hier. Ich sehe bloß die Befehle, aber ich weiß jetzt nicht, wie man es umstellen kann. Ah, toll, hier ist eine tolle Waffe. Kannst vielleicht die Sniper-Munition wegwerfen. Ich würde aber auch mal Logik machen. Soll ich nicht lieber die Pistolenmunition wegwerfen? Ah, stimmt. Aha, ja. Halt mit der Pistole schießt du gerade am meisten, oder? Ja, ist ja egal. Ich werde sowieso alles verballern, also. Was haben wir denn da? AK-74 ist zwar nicht gerade die Munition, aber wir werden schon sehen. Gut, wir müssen dorthin. Thank God there weren't more of them. Yeah, we wouldn't last in a fight with a whole horde. Ja, ich hab natürlich keinen Platz. Jetzt schmeißt die Sniper weg. Keine Ahnung, wenn die so hier angedeutet wird, vielleicht ist sie gar nicht so verkehrt. Hoffentlich bekomme ich genug Munition dafür. Lustigerweise gibt es eine Methode, die ich gerade bekommen bin, wie man an Munition kommt. Man kauft sie, die Waffe, verkauft sie wieder und die Munition bleibt übrig. Ja, wo kommt die Ficke her? Wie viele kommen da? Hast du? Du bist tot. Lol. Ich wusste nicht, dass da so viele kommen. Was soll man dagegen tun? Vielleicht Säuregranaten benutzen? Weiß nicht, ob sie die Säuregranaten gut sind. Kannst du mal verwenden, klar. Ich tu mal das hier weg. Ich kann, wenn du möchtest, dir Maschinengewehrmunition geben für deine Sniper. Da kannst du die jetzt statt wegwerfen wegstecken. Ja. Haben wir auch. Wenn du was übrig hast, wenn du so viel hast. Ich könnte die Waffe ja verbessern. Ja, das kannst du auch. Aber dann brauche ich mehr Geld. Ja, ich bin dabei. So, okay. Kaufen. Mm-hmm.
Granaten. Okay, so wie wir es jetzt genau gerade machen, ist das das perfekte Timing. Für was? Für keiner muss wachen. So, wie viel Geld habe ich? Ich habe bisschen was. Dann tun wir mal das ein bisschen verbessern. Kapazität kostet da nicht so viel. Schaden. Okay, und damit bin ich schon wieder pleite. Ja, ich habe schon mal ein bisschen aufgestockt. Ah, was goldene Hühnereier, die kannst du mir natürlich auch geben, wenn du willst. Ja, aber ich bin gerade im Überlegen. Ich glaube, die Eier sind verbuggt. Wieso? Ich glaube, weil ich habe 9 Stück. Du kannst nur 5 tragen. Ich hatte vorhin 20 in der Hand. Ist doch super. Ja, nee, ich glaube nämlich, ich habe das goldene Ei vor Jahren mal bekommen und es duplizieren können. Das ist so ein Trick bei Resi 5. Wenn du mehr als übliche Eier hast und sie jemandem anderen gibst, kannst du sie ihm unendlich weitergeben. Ich glaube, die lasse ich jetzt und wir probieren es vielleicht mal aus, dass ich sie dir im Spiel gebe. Kannst du natürlich auch machen. Okay. Dann brauche ich noch irgendwas? Könnt ihr die Sniper an sich mitnehmen? Kannst das Ei noch verkaufen? Es gibt auch ein bisschen was, ja. Ah, genau, ja. Das hier, Säuregranaten, kombinieren mit. Und dann. Ich habe keinen Platz für die. Wohl doch, die Sniper kann ich mitnehmen. Lass mal bitte den Platz frei, dass ich dir mal das goldene Ei gebe zum Experiment. Im schlimmsten Fall brauchst du den Platz nachher nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? Wollen wir mal starten, probieren? Ja, gut. Dann legen wir los. Du hast jetzt gerade ein goldenes Ei im Inventar.
zeigt aber an, dass es unendlich ist. Sind das wirklich unendlich? Ja, du hast jetzt 5 Stück. Aber mehr als 5 kann ich nicht tragen. Nee, du kannst nicht mehr als 5, aber ich habe anscheinend unendlich. Wie geil. Ich habe noch das unendlich Ei. Du kannst ja auch mit dem Ei angreifen, glaube ich. Ja, ja. Ob das viel Schaden macht, ich weiß nicht, aber... Wäre das das vergammelte Ei, wären alle One-Hit. Okay. Aber korrekt. Ja, ist gut zu wissen. Das heißt, wir können vielleicht gleich einfach eine Mission reingehen. Du holst dir, du lässt dir meinetwegen 8 Plätze frei. Wir rennen gerade bis zum nächsten Kontrollpunkt. Weißt, und dann habe ich unendlich viel Geld wieder. Was heißt unendlich? Ja, für einen kurzen Moment. Was... Ne, 40.000. Ah. Jetzt bin ich da. Warte, wir machen zuerst eins auf. Links. Okay, die kommen weg. Da müssen wir uns vor uns. Macht es weiter. Okay. Wer sind das? Stimmt, die Dinger sind empfindlich gegen Brand. Gegen Säure? Das soll ich nicht. Nein, die sind gegen Brandgranaten effektiv. Ja, Brandgranaten sind gegen die effektiv. Glaube ich. Aber Brandgranaten gibt's ja nicht. Höchstens Explosionsgranaten, aber. Oh, Moment. Hurry up! Chris! Werd ich weg? Come on! Sorry, ich ärgere alle gern Leute damit. Ja, hab ich schon gemerkt. Ja, man hat halt nicht viel Interaktionsmöglichkeiten in dem Spiel. Einer, der hatte mal sein Spiel gemoddet, der hatte einfach die kompletten Voice Lines von jedem auf seiner Tastatur gespeichert und konnte quasi mit jedem Charakter richtig sprechen. Das ist natürlich auch ein Aufwand. Mhm. Einer, der hatte mal, der konnte sich komplett frei bewegen, der konnte seine Moves einfach einsetzen, quasi konsequent treten, Roundhouse, Haken, alles. Ich habe mal Resident Evil 4 Mods ausprobiert, die sind echt lustig, kann ich nur empfehlen. El Gigante ist beispielsweise Bowser. Und er sieht sehr, sehr gut aus. Gibt's auf Englisch oder Deutsch? Ich spiele auf Deutsch. Also auf die Sprecher auf Englisch. Hallo, die haben voll die Schätze. Ach so. Da musst du... Ah, okay. Ich muss jetzt die Schätze. Blöden. Hier ist ein Löwenherz. Vielleicht ist da hinten noch ein. Okay, das war jetzt bitter. Die droppen sie halt zufällig. Und nur eins bei 5 oder 6 Stück ist schon bitter gewesen. Das tut mir leid. Das hat mich so nicht kommen sehen. Aber Löwenherz sind gut. Die geben 2500. Du wirst die gleich alle fett verkaufen können. Maschinengewehr ist voll. Ah ja, du kannst dich übrigens heilen, ist einfach ein goldenes Ei und ich gebe dir ein neues. Gute Idee. Rohes Ei ist immer gut. Auch wenn ich es persönlich nicht mag. What the hell?
Das war Jill. Nö. Kann gar nicht sein. Wieso? Jill ist viel zu wichtig, dass sie so endet. Jill. Das ist Jill. Gute Frage. Well, that's why. Oh, oh, ein Boss geht nach. Halt dich bereit. What the fuck? Ich hab zu spät dran gedacht, aber ich wollte dich trotzdem noch warnen. Sorry. Ich hab eine falsche Kombination gedrückt. Ja, aber du kannst deine Eier verkaufen. Stimmt. Das klingt einfach so falsch. So. Ah! Du hast einen Raketenwerfer. Du könntest den Raketenwerfer auf mir nutzen. Deswegen habe ich ihn dabei. Ich wollte dich fragen, ob ich den nutzen soll. Oder soll ich meinen Raketenwerfer nutzen? Ich habe auch einen. Kannst du machen. Aber wobei, ich habe noch einen. Nee, ich nehme mal andere Sachen für mich mit. Mhm. Dann nimmst du dann Raketenwerfer und ich nehme einfach nur... Ich würde gerne noch mal die Sniper mitnehmen. Ja. Genau so. Warte mal, ich will noch mal gucken, ob ich hier... Ah ne, du hast keinen Platz mehr frei. Warum habe ich keinen Platz mehr frei? Okay. Na denn? Er ist einfach auch drüber gesprungen. Wow! Das ist doch schön. Das ist doch aber nicht fair. Heilung. Ich muss ihn erst umbringen und einfach noch mal einen Raketenwerfer probieren. Wenn er uns umbringt. Hä? Was ist passiert? Ich bin tot. Du hättest das mal aus meiner Sicht sehen sollen. Warte, ich will es aus deiner sehen. Okay. Meiner war es witziger. Okay, ich glaube, ich nehme mir noch den Raketwerfer mit hier. Den verballere ich dann. Und dann geht's mir gut. Ich nehme die einfach mal wieder weg. Weil ich habe irgendwie das Gefühl. Jetzt, wo es nur noch vier sind, ich glaube, wenn ich sie unbedacht jetzt weggebe, sind sie auf einmal komplett weg. Weißt du, wie ich meine? Meinst du? Weil anscheinend.
Naja, ich hatte 9 und jetzt hatte ich nur noch 4. Weil ich dir wahrscheinlich 5 echte Eier abgegeben habe. Ach so. Ja, kann sein. Gut, ich bin bereit. Ah ja. Nicht bloß eine gute Chance bekommen. Na, du hast auch einen. Natürlich. Ja, ich hab meinen. Er muss halt wirklich stillstehen. Er muss ihn so angreifen, dass er stillsteht. Ja, jetzt habe ich ihn auf den Boden gekommen. Jetzt kannst du ihn halt auf den Boden. Ja, jetzt habe ich ihn. Okay, ich habe getroffen, aber ist noch nicht ganz. Ja, jetzt. Schreckliches Vieh. Erinnert mich ein bisschen an den Schläfer. Welcher? Der ist Gothic. Sag mir leider nicht. Was? Kennst Gothic nicht? Nur gehört. Alter, Alter. Dabei ist das eines der epischsten Spiele aller Zeiten. Wenn nicht sogar das Beste überhaupt. Ja, ich habe leider viele gute Sachen verpasst. Ist halt Teil meiner Kindheit einfach. Damn it! Where is she? Mr. Redfield. Oh, ist nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Xelagiona. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you. Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap. Tell me where she is. As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. She's lying. She knows something. It's time we get some answers. Und damit wäre das Kapitel beendet. Das heißt, verwalten? Brauche ich irgendwas Besonderes? Raketenwerfer nehme ich auf jeden Fall. Gute Idee. Raketenwerfer. Den heben wir uns dann mal auf und ansonsten. Ich finde es voll schade, die geilste Waffe kann ich nicht mitnehmen. Welche? Der Gatling. Ja gut, ich meine, ich könnte höchstens noch. Oh, ich habe ja keine erste Hilfe. Ich könnte höchstens noch die Sniper mitnehmen, wobei Anja.
Bisschen Platz im Inventar hätte ich noch. Ich könnte die Sniper-Munition mitnehmen. Weil die ist ja mittlerweile ziemlich stark. Vielleicht. Kann ich damit einiges rumreißen. Ja, so. Das. Wobei ich könnte noch ein bisschen. Oder soll ich. Ich weiß nicht. Das hier. Okay, ich bin fertig. So passt mir das. So this was the facility Excella was talking about. She's got us under surveillance. You can ask her about. Wieso brauchen wir den jetzt wieder? Alright. Werden wir noch. Let's find her then. Ja, wenn es kommt, dann sterben wir einfach und dann können wir ja wieder alles dann richtig machen. Ich weiß, da kommt noch ein bisschen was. Also auf jeden Fall, wir sind noch nicht durch. Das ist voll, das ist voll, das ist voll. Voll. Sie scheiden uns mal. Und heb die Munition für dich auf. Maschinengewehr ist nicht schlecht und das sind 80 Schuss. Ah, die tragen irgendwelche Metallmasken. Ja. Ist doch voll unfair. Jetzt haben die alle solche Maschinengewehre jetzt. Was soll das? Ja. Ich kann ein bisschen Maschinengewehr verballern. Ich habe nämlich noch keinen Stapel für die Geschichte. So über die Zeit hier aufgesammelt. Das ist ja wunderbar. So, der ist erledigt. Hurry up! Stolmoni. Brauche ich nicht. Oh, warte. Was? Ich brauche Hilfe. Na, ich dachte, da wird der Stein. Was, du bist tot? Ja, ich wurde in den Sterben versetzt. Wenn beide sind, dann stirbt der Zweite. Ach du lieber Himmel. Dann geht's auf einmal ganz schnell. Okay, ich brauche. Ich habe einiges an Maschinengewehren
Munition, ich brauche so nichts. Weißt du was, wir könnten uns doch mal die andere Weste kaufen, die kugelsichere Weste. Ja, die wäre hier echt sinnvoller. Dann tue ich mal die andere weg, aber dann brauche ich mehr Geld, ich habe nicht genug Geld dafür. Brauchst du noch? Wie? Brauch noch ein bisschen. Brauchst du noch? Okay, noch ein bisschen. Warte. Wie viel hast du schon? 9000. Ah, oh, perfekt. So. Jetzt hätte ich genug. Ja, ich habe jetzt so viel gekauft, kriegst du jetzt alle. Jetzt musst du die nehmen. Sorry. Nö, ist eine gute Investition. Auch das Geld sowieso irgendwann wieder. Weißt du schon, wie lange du heute machst, circa? So lang, bis wir das durch haben. Ah, ich denke mal, das kann ja nicht so lange dauern. Das kann jetzt nicht so lange dauern, da hast du schon recht, aber ich hatte gehofft, ich durfte kurz zwischendrin mal was essen. So, ja. Und eine kurze Pause drin wäre dazwischen. Können wir machen, ist kein Problem. Also, ja. Ja, wenn du dann essen willst, dann musst du es mir sagen, dann... Naja, ich würde es mir bestellen und wenn es kommt, dann steht es halt da, bis die Mission vorbei ist. Aber ach, du bestellst dir was? Ja, ich habe heute noch nicht gegessen. Hier hin und her viel verschieben müssen. Was? Okay. Hast ja gemerkt, ich war 5 Minuten, bevor wir gezockt haben, noch im Zug. Könnte ich nicht zocken hier ohne was zu essen vorher? Ja, wir haben 8 Uhr gesagt und ich wollte rechtzeitig da. So. No. So ist es.
Na gut. Ich glaube, ich habe hier alles. Ja. Bist du bereit? Ja. Ist noch Sniper? Ah Mist, jetzt habe ich vergessen, mir die schutzsichere Weste zu kaufen. Deswegen hatte ich noch einen Platz frei. Stimmt. Aber die Sniper ist auch ganz gut gegen die hier. Man muss nur schnell genug sein. Ja, wenn du die Ecke. Ich hab's mal wieder voll drauf. Hast du schon mal Profi gespielt auf dem in dem Spiel? Nö, ich konnte bloß Veteran einstellen. Ja, das kriegst du, wenn du mit Veteran durch bist, aber der Clou ist, du stirbst mit jedem Schlag. Da bringt die Heilung ja gar nichts mehr. Doch, du hast dein Sterbebildschirm ist eine Sekunde circa lang. Wenn du nicht direkt neben einem stehst und direkt auf Heilen drückst, stirbst du so oder so. Aber quasi musst du immer neben deinem Kollegen bleiben. Immer. What? Das ist schon ziemlich böse. Shit, Wesker. Zum Glück muss ich das nicht machen. I thought he was dead. Der gute Wesker, okay. Ja. Ich denke, ich würde sagen, ich bestelle dann vielleicht jetzt, weil es nochmal der Zeit gut ist. Mhm. Und im besten Fall können wir zwischen dieser und der nächsten Kapitel kurz Pause machen. Ja, können wir. Bloß die Frage halt, wie lange du dann isst und wie lange das alles dann braucht. Essen brauche ich nicht lange und ich hoffe mal, dass er nicht während er das Lift ausgedrückt. Ah, Kacke. Die wollen dich nicht essen lassen. Ah, wo ist mein Maschinengewehr? Einer ist auf der Decke. Hey. Sind hier so viele? Dressen im Übel 2 kam da nur ganz wenig vor. Dann brauchen wir sie. Dann tauschen wir sie. Ich hab Maschinengewehr. Zu spät, ich hab sie auf den Boden geworfen. Ein Maschinengewehr kann ich natürlich auch gebrauchen. Ja.
Oh. War nicht klar. Noch mehr. Viel, viel mehr. Ah, Moment. Das ist doch die hier. Sie haben ein paar Herzen dabei. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Platz hier. Lass mich mal kurz dann die Bestellung abschließen, jetzt wo gerade nichts läuft. Ja, bestell dir was. Du hast keinen Hunger? Ich habe davor extra noch gegessen. Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Konnte nicht wissen, dass du den ganzen Tag nichts isst. Das ist bei mir ein absolutes No-Go. Ah, ich habe zu Mittag gegessen, aber wenn ich jetzt noch was essen möchte, muss ich bestellen in den nächsten anderthalb Stunden. Ne, nicht mal. Weißt du, wie ich meine? Ich hatte leider nicht viel Spielraum. Pistole bei mir? Wozu? Die registriert oder läufst du illegal mit der rum? Aktuell illegal. Ich habe keine Munition dafür mehr. I need ammo. Handy hat noch 19% Akku. Also wenn wir dann Pause machen, dann könnte ich das auch gleich aufladen. Was hat Efi was? Na, ich sehe gerade, mein Handy hat nur noch 19% Akku, weil dann könnte ich das in der Pause aufladen. Oh, das können wir machen. Ich hoffe, es ist kacke, das war jetzt. Scheiße. Ich habe gerade was gesagt, was nett klingen sollte, aber eigentlich voll scheiße ist. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es ist keiner im Stream, damit der nicht auf uns warten muss. Weißt du, aber es war anders gemeint, als es eigentlich klingt, weißt du? Entschuldigung. Wieso? Da wartet doch keiner. Also nein, so wie ich es gesagt habe, klingt es wie, als würde ich dir nicht wünschen, dass du Zuschauer hast. So, hoffentlich ist keiner da. Weißt du, es sollte nicht so klingen. So. Aktuell ist tatsächlich gerade keiner da. Ja, gestern waren einige da. Dann bin ich vielleicht das Problem. Ich rede zu viel. Ich glaube, es liegt eher am Spiel. Es kommt immer darauf an, was ich spiele. Also bei Resident Evil 4 gab es regelmäßig welche, die das sehen wollten. Aber beim 5er, naja gut, vielleicht sucht man jetzt aktuell nicht so aktiv danach. Vielleicht kannst du in die Überschrift Koop dazu schreiben, wobei wir spielen es ja heute durch. Aber Koop und dazu noch Talk dazu in Klammern, das ist nochmal, glaube ich, etwas anderes, weil Resident 5 alleine ist halt scheiße. Du guckst niemandem bei A Way Out oder sowas zu, der es alleine spielt. Wenn ich das so übertrieben sagen darf. Ja, außer ich hab Bock dazu.
Ja. Das ist dann nochmal ein anderes Ding. Was hast du jetzt eigentlich bestellt? Ein Döner. Okay. Musst du den dann abholen? Nee, der kommt hierher. Ich krieg nur einen Anruf, dass ich runterkommen soll. Okay. Ja, bei uns wird das nicht frei Haus geliefert. Das ist eigentlich eher so in den größeren Städten. Ja, ich wohne in einer Kleinstadt neben einer kleinen Großstadt. Okay. Nee, ist wirklich so. Wir haben über 100.000 Einwohner. Das lässt uns eine Großstadt werden, aber dadurch, dass wir wirklich nur 100.000 haben, sind wir eine ganz kleine Großstadt. Was zum? Was war das? Die haben ja noch Flash. Halt. Ja, wir haben Flash. Also. Oh. Okay, dann eben. So. Oder so. Erledigt. Da hat sich was erwischt. Wir müssen vorsichtig sein hier. Auf den Dings. Was unfair ist. Was? Dieses Emblem kann Sheva nicht erreichen. In dem Müllcontainer ist ein Emblem, für welches ich zu kurz bin, um es mit den Händen zu erreichen. Ich finde das nichts Großes. Ja, wenn du reinguckst, zielst und runter guckst, dann siehst du da das Emblem. Und ich bin zu klein, um das anzuvisieren. So, ja, für mich kein Problem. Ja, ich find's nur ein bisschen unfair, dass sie wirklich so, dass es einen Unterschied macht. Ja, das finde ich auch. Wir haben eine neue Waffe, wir haben eine SIG 556, ist die noch stärker?
Kann nicht sein. Weil ich habe da die andere jetzt schon ein bisschen geupgradet. Schau mal. Dann lass mal die Knarre nach. Wird nachladen können. Du wirfst zu schnell weg, mein Guter. Es waren doch bloß die 5 Kugeln da. Ja, aber die 5 Kugeln hätten jetzt in deiner Knarre sein können. Weiß ich nicht. Ich kann es leider nicht großartig vergleichen, also von dem her. Ja, werde ich dann später sehen. Zum Teufel ist das hier? What could they be planning? I'd say a war, from the looks of it. What? Over here in this? No. Auch kurz dein Bild gut dein gespart, also festgefroren. Mein Bild? Mein Bild hat kurz ausgesetzt bei dem Geräusch. Bei mir nicht. Mach das viel platt. Dürf nur das Weiße abschießen. Schon wieder diese Insekten. Sie sind sogar noch schlimmer. Naja, sagen wir es mal so, im Resident Evil Remake waren die nur Witz. Ja, stimmt. Okay. Wo muss ich hin? Lebendig. Stopp. Und jetzt. Ah. Ich sag hurry up, musst du Roger sagen. Hoppalopp. Ab. Weiß ja nicht, wie man es richtig macht, regelmäßig. Chris kennt sich damit nicht aus. Sagen wir, looten erst den Raum, bevor der Gegner stirbt. Okay. Okay. Sheva. Hast du Star Wars: The Force Unleashed gespielt? Nö. Ich habe davon gehört, es soll ja ganz gut sein, aber. Ich dachte mir so, das ist jetzt nicht mein Star Wars. Where's Jill? Ne, okay. Ne, ich finde einfach nur dieser Typ, der auf diesem Sessel da sitzt, sieht aus wie der Protagonist. Ohne Haare.
Enjoy. The Ouroboros is a nuclear W, and you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of setting it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Wir können auch den Boss normal bekämpfen, bis Essen kommt. Ich denke mal, ist er denn schwer? Du hast ihn normal bekämpft. Ich muss mal gucken, wie viel Muni ich noch habe. Wir brauchen keine Muni. Wir müssen ihn aufsetzen mit dem Flammenwerfer killen. Oh. Ah, hier! Personnel must incinerate all contaminated materials. That's the same type of one. Yes, but this one seems much more ferocious. Wobei, lass erstmal loot. Vielleicht schieße ich auch direkt. Dann brauchen wir gar keine Munition. Ist hier irgendwas Besonderes? Nicht direkt, aber ein paar Sachen kann man halt mitnehmen. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich kann eigentlich bloß auf den Feuern, damit ich wieder was nehmen kann. Oh, du stirbst. Ich muss dich heilen. Renn weg! Soll ich ihn jetzt einfach erschießen? Hast du einen Flammenwerfer? Ich hab einen Raketenwerfer. Ja, den kannst du natürlich auch benutzen. Wenn der was bringt. Ja. Oh, er ist tot. Ich hab ja gesagt, der ist bestimmt einfach. Aber mit Raketenwerfer geht halt alles. Yep.